Es gibt einen gewissen Zufallsgenerator, der die Wetten zuspielt. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ich werde mitraten. Ich hoffe, ich war dabei. Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch. 216 Wetten. Ich habe ja gar nicht so viel gespielt. Da war Frank mit dabei. Da war der Kollege Lippert mit dabei. Markus Lanz hat ein paar Mal sehen, was kommt. Bitte jetzt die Wette Nummer 1. Und dann gucken wir, ob Julia mit dem Strichcode klarkommt, ob sie uns ein Datum nennt und eine Stadt. Lass mich mitraten. Ja, gerne. Siehst du was? Ich sehe nichts. Ja, ein Haufen bunter Striche, in der Tat. Ja, okay. Das war der 25.01.2003 in Böblingen. In Böblingen? Da war ich, das ist richtig, aber die Frage ist, welche Wette ist das? Die war ganz lecker, die Wette. War das eine leckere Wette? War eine leckere Wette, jawohl. Die Kandidatinnen haben gewettet, dass sie mit verbundenen Augen 100 Schnuller am Nuckeln, am Geschmack erkennen können. Ich kann mich an eine ähnliche Wette erinnern. Ich kann mich sogar an diese Wette erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, ob sie in Böblingen war. Wir gucken mal, ob das Datum stimmt. Und wir gucken mal, ob das tatsächlich Damen mit Schnullern sind. Wir lösen die Strichcodes wieder auf. Tatsächlich. Erkannt. Fest schaust du aus. Schlecht. Und es war tatsächlich richtig, es war in Böblingen und das Datum hat auch gestimmt. So, das war ein toller Einstieg. Wir kommen zum Strichcode Nummer 2. Mal sehen, was es da blüht. Ziemlich viel Blau. Ja, Blau ist auch schwierig, weil es echt sehr oft vorkommt. Kann auch oft für eine Wette stehen, die mit Wasser zu tun hat. Hier haben wir auch noch Brauntöne mit drin. Ja, gar nicht so einfach. Ich bin mir echt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, es war der 7.11. Der 7.11. in Braunschweig, aber das Jahr habe ich noch nicht. Der 7.11.2009 in Braunschweig. Ja, es war nicht Blauschweig, sondern Braunschweig. Braunschweig, du hast völlig recht. Damit liegst du richtig. Jetzt möchte ich noch die Wette wissen. Das war eine Baggerwette. Wo der Kandidat gewettet hat, dass er mit seinem, also mit Hilfe seines Baggers Bälle in einen Basketballkorb werfen kann. Dann schauen wir mal, was aus dieser Wette wird. War die Basketbälle blau oder war der Korb blau oder war der Bagger blau? Irgendwas muss blau gewesen sein. Richtig. Jawohl! Wette gewonnen. Das sind alles gewonnene Wetten, die wir bis jetzt, das sind alles Wettkönige gewesen. Das sind alles Wettkönige, deshalb auch die 216. Aber es können auch Verlorene dabei gewesen sein. Es wurden ja einige verloren und trotzdem Wettkönig. Wette Nummer 3. Interessante Farbe war. Siehst du das nicht, welchen Anzug du anhattest?
keinen Anzug in der Farbe gehabt, um Gottes Willen. Nein, das war ein Scherz, es tut mir leid, das sieht man wirklich nicht im Bild. Aber der Code, also diese Farbe mit Orange oder Rot und Gelb, das spricht meistens tatsächlich für Mallorca. Ach was. Und die sind hier aber auch auf Mallorca. Und zwar war das am 23.05.2010. Mallorca. Da war ich in Mallorca, das war nach meinem Geburtstag. Da bin ich mal gespannt, wie ich mit 60 und, ausgesehen habe. Ja, und die Kandidatin hat gewettet, dass sie mit einem 50 Kilo schweren Reifen, also einem, ich glaube, ein Traktorreifen war das, Hula Hoop tanzen kann. Echt? Ja. Nur Frauen kennen. Muss wehgetan haben, bin aber. Ich bin gespannt, ja. Hat sie geschafft. Ein Traktorreifen Hula Hoop erscheint mir schwierig zu sein. Ich kann mich an die Dame weder an den Reifen noch an die Dame erinnern, aber ich kann mich gut an Mallorca erinnern. Dann nehme ich einen Bandscheibenvorfall. Okay. Willst du die Geschichte nachher erzählen? Ja, das klingt schmerzhaft. Ein liebender Mann. Ich hatte da tatsächlich einen Bandscheibenvorfall am Tag der Sendung. Und das war verrückt, hat mir der Arzt ein Zäpfchen gegeben. Ja. Und das hat er mir mitgegeben. Ich habe gedacht, das bin ich kurz vor der Sendung. Aber es war so, da hat mir das ZDF mickrig, wie die sind, zu einem Wohnwagen ohne Kühlung gegeben. Und da war es dermaßen heiß, als ich mir das Zäpfchen heute Abend, da war das so eine glibberige, das konntest du gar nicht mehr. Das war flüssig. Da habe ich gedacht, ein Tropfen geht ja nicht. Dann habe ich eine Stunde in die Tiefkühltruhe gelegt, habe so eine Rakete drauf geformt. Ist das smart, ja. Und hat mir dann so einen Eiszapfen da reingeschmissen. Aber in der Sendung hat man nichts gemerkt. Wirklich nicht. Hat man nichts gemerkt. Okay. Nee, aber das war die Mallorca-Geschichte mit dem Zäpfchen, ja. Ja, okay. Dann war es nicht nur für dich schmerzhaft. Aber ich will dich nicht ablenken mit solchen Geschichten. Ja, du, alles gut. Das wäre dann wahrscheinlich eine eher... farblich, naja. Wenn es noch eine Show geben sollte, lerne ich die Facts dazu. Ja? Dann sage ich Ort, Datum und was dir noch passiert. Leute glauben ja nicht, dass es meine letzte ist, aber ich habe mich da wirklich dafür entschieden. Aber nichtsdestotrotz. Würde ich machen. Ja? Okay. Du bist die Erste, die sagt, mach doch weiter. Ja, klar. Wir sind schon frei. Naja. Die nächste Wette, lassen wir uns nicht ablenken. Die hat tatsächlich mit Wasser zu tun. Das ist sehr blau. Sehr ja. Eine blassblaue Frauenhandschrift sehe ich da. Und ist auch schon länger her. Bei mir ist alles länger her, befürchte ich. Ich weiß aber gar nicht, ob du dabei warst. Bin mir nicht sicher. Müssen wir gucken. Datum her war ich, glaube ich, noch nicht dabei. Da war ich noch ganz klein. Nee. Ja, okay. Dann würde ich, ja, oder ich denke, das war der 14.04. 1984 in Saarbrücken. Da gab es Saarbrücken schon, ja. Und bei dieser Wette hatte der Kandidat eine Wurfangel und an dieser Wurfangel ein Gewicht. Und damit musste er in ein kleines Goldfischglas treffen, das mehrere Meter weit entfernt war. Und beim zweiten Versuch hat es auch geklappt. Da war ich nicht dabei, ich bin mal gespannt. Ich kann mich an Saarbrücken zwar erinnern, da gab es ein sogenanntes Schwimmschiff. Da haben wir nach den Proben im Abend gegessen. Das war so ein Schiff, da war ein Restaurant dran.
aber 84 war das, glaube ich, noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die Wette jetzt aussieht. Saarbrücken 1984. Das ist Frank, das habe ich schon sofort erkannt, Frank Elstner. Ja, das ist natürlich verrückt, der hat die besten Wetten gehabt. Mensch. Das waren vier. Jetzt kommt die letzte. Wenn du die gewinnst, dann hast du deine Wette locker gewonnen. Ich bin mal gespannt, was der Zufallsgenerator uns jetzt schickt. Abgeschossen, auch relativ braunlastig, erdfarben betont. Ja, die ist insgesamt, ist der Strichcode hier recht dunkel. Und das lässt eigentlich immer auf eine Außenwette schließen, weil die meisten Außenwetten waren irgendwie bei Nacht oder am Abend. Und die ist auch noch nicht so lange her. Also relativ. Und das war am 13.12.2014 in Nürnberg. Das Datum stimmt, die Stadt stimmt. Jetzt gucken wir, ob sie die Wette auch hinkriegt. Da ist der Kandidat an einem Parkhaus von außen hochgeklettert. Ach. Und das Ganze dann auch wieder rückwärts runter. Und er hat es geschafft, schneller als der als ein professioneller Rallye-Fahrer. Er war sogar Weltmeister, glaube ich, im Rallye-Fahren. Da bin ich mal gespannt. Also Hauptsache, es läuft einer ein Parkhaus hoch. Und es war in Nürnberg. Es wurde mir bereits bestätigt, dass es Nürnberg war. Ja. Verrückt. Ja. Er ist unten. Meine Kandidaten für heute auf. Jan-Josef, ich habe dich gerade gesehen in dieser Wette. Erinnerst du dich? Ja. Ja? Ja. In Nürnberg, wie dir das. Du hast schon viel Tolles erlebt in deinem Leben, musst du jetzt sagen. Ja, nichts mehr für mich, aber. Ja, sehr. Bevor du frech wirst, ich sehe die Gitarre hier. Du darfst nicht vergessen, dass ihr nachher noch singen müsst, oder? Ja. Okay. Später. Ich muss so husten. Yeah, they're gonna sing I Got You Babe. No. Right. Two of them. Please don't kill us. They lost their bet. Okay. You won your bet. Also wir müssen heute keine Cheer-Lebkuchen essen, aber sie hat ja gesagt, sie schafft es und sie hat es geschafft, obwohl es wahnsinnig unwahrscheinlich sein sollte, dass sie das kann. 216 Wette, ich habe mir das gemerkt, sag mal. Ich habe mich einfach wirklich lange damit beschäftigt und ich habe sogar angefangen, wenn ich schlechte Laune hatte, habe ich mir alte Wetten angeguckt, weil sie mich immer zum Lachen gebracht haben. Und so hat das Ganze, auch die ganze Vorbereitung richtig Spaß gemacht. Und ja, genau. Also ich habe auch in dem Bereich etwas studiert, aber der Rest war wirklich Lernen. Lernen, 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 kann ich nur sagen. So, jetzt, wer wird der Wettkönig heute Abend? Wir erinnern uns, es ist schon etwas her, an die Wette Hahnenschrei. Horst hat gesagt, er erkennt 5 Hähne an ihrem Ruf und das hat geklappt. Damit ist er durchaus ein Kandidat für unseren Wettkönig, aber er steht natürlich
nicht alleine hier in Deutschland. Wenn Sie sagen, das ist der Wettkönig, dann wählen Sie jetzt 01 371 36 40 und die 01. Die Zahl bleibt. Ami hat es geschafft und er hat die eine Zahl, in der ich ihn reinlegen wollte, einfach mit Nichtachtung gestraft. Das bedeutet, er kann es wirklich. 01 371 36 40 02, wenn Sie aus Deutschland anrufen. Die Wette Seilbahn, hier ist eine kleine Lücke. Da stehen die Schweizer Kandidaten. Inzwischen wieder bei Kräften. Sie haben die Seilbahn dahin gewuchtet, wo Sie Ihre Kollegen vor 30 Jahren nicht hinbekommen hatten, nämlich 10 Meter nach oben. Die Endziffer, und ich sage jetzt mal die Schweizer Nummer, wäre 09010310. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn alle Schweizer anrufen, es müssen ein paar Deutsche helfen. Deswegen auch die Nummer nochmal, 01371 36 40 03. Das wäre die Seilbahnwette. Das bringt mich zu den beiden Damen hier. Die Olden, die Offenburger sind ein faires Publikum und sagen, wir würden sogar jemanden als Wettkönig wählen wollen, was natürlich durchaus geht, der seine Wette nicht gewonnen hat. Das war die Wette Gabelstapler mit 01371 36 40 04. Und Julia Reichert, die sich in gute Laune versetzt hat, wenn sie meine alten Wetten gesehen hat, oder die von Frank. Wette Strichcodes 01371 36 40 05. Das sind die Angebote für unseren Wettkönig. Und jetzt ist die Gitarre schon angekommen bei dir, Jan-Josef? Nein, da bringe ich dir die Gitarre persönlich. Ich habe gerade vorhin eine Gitarre gesehen. Wo ist die? Die Gitarre kommt. Da ist die Gitarre. Dankeschön. Achso, da ist ein Jan-Josef. Hättet ihr gedacht, dass da das Chair auch noch zukommt, macht die Sache natürlich nicht einfacher für euch. We didn't have time to practice. Please don't kill us. Worst case, help us. Do you still sing the song? Ich bete für euch. If you do concerts, you still present the song. The people love him. I remember I got your babe very well. I do too. Yes. Yeah. Ja, klar. I hope you remember. Ich gehe gerade durch so eine innere Sauna. Okay. No, das erste Mal, dass ich diesen Song gespielt habe, it was 25 years ago, und da haben wir einen Film gedreht und ich habe in diesem Film einen Musiker gespielt in einer Band. Und die Sängerin dieser Band war Anna Loos. Und wir haben 5 Jahre später geheiratet und das erste Lied, was wir zusammen lernen mussten, war I Got You. Also, und jetzt, Steffi, machen wir das zusammen und Thomas, wir machen es für dich. Und für Cher. Und für euch und für alle. Tommy und Cher. They say we are men, we don't know, won't find out until we go. Well, I don't know all that's true, but you let me, baby, I want you. Hey, hey, I got you, babe. I got you, babe.
Ich werde jetzt meinen letzten Wettkönig krönen. Wer ist der Wettkönig in meiner letzten Show? Dann könnt ihr euren Enkeln noch erzählen. Ach, ich habe ihn noch erlebt. Und ich habe den Wettkönig gewonnen in seiner letzten Show. Ich bin mal gespannt. Also, die Entscheidung lag ja wie immer zu Hause in ihren Händen. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben abgestimmt. Und das ist dabei rausgekommen. Hier sind die drei vorderen Plätze. Bronze, Silber und Gold. Relativ nah beieinander. 21% haben gesagt, mir hat am besten gefallen, und zwar, welche Wette? Emmy kommt. Platz. Mit 21% war der Hahnenschrei. 24%, damit der zweite Platz und Silber geht an die Zahlen. Jawohl! Er hat es gespürt. Emi. Damit kommen diese beiden Kandidaten noch für den Platz 1 in Frage. Ich bin mal gespannt. Und die Schweizer Kandidaten natürlich auch. Die übersieht man leicht als Außenwette. 32% aller Menschen, die angerufen haben, haben sich für folgenden Wettkönig entschieden. 32%, da bin ich mal sehr gespannt, wer es war. Ich bin dabei, mich mit meinem
meinen Worten von euch zu verabschieden, was ja letzten Endes kein trauriges Ereignis ist. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nun, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles das, was kommt. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum, ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt, und nicht nur bei meinen gesamten Wettkandidaten. Dankeschön, ich freue mich, dass ich in Offenburg so mit offenen Armen empfangen wurde. Dankeschön. Danke. Ich möchte mich bei meinen Wettkandidaten bedanken und ich möchte mich vor allem bei einem Mann bedanken, dem ich alles zu verdanken habe, der sich, finde ich, zu schnell von seinem Kind getrennt hat. Er war der Vater von Wetten, dass. Er war zu mir immer wie ein Vater und er hat mich in dieser ganzen Zeit, in der ich Wetten, dass gemacht habe, immer gut behandelt. Danke dir für alles. Ich möchte gerne dazu noch etwas sagen. Das kommt ganz persönlich aus meinem Herzen zu Thomas. Ich bin dem ZDF sehr dankbar, dass ich eingeladen worden bin, heute Abend an dieser Sendung zuschauen zu dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht das Gefühl, ich bin bei einer letzten Sendung, sondern ich hatte das Gefühl, man hat mich zur besten Zeit von Thomas Gottschalk eingeladen, eine Sendung anzuschauen. Dankeschön. Und wir haben heute alle gemeinsam etwas erleben dürfen. Wir haben eine wunderbare große Couch mit fantastischen Gästen. Ich werde die Gaps, die ihr gemacht habt, nicht vergessen. Ihr habt gestrahlt, ihr seid so wunderbare Gäste, ihr könnt in jede Show kommen. Und dann hat diese Sendung heute Abend wieder etwas bewiesen. Der Mensch, den keiner kennt, und der am Samstagabend plötzlich zum Star wird, über den am Sonntag und am Montag nur geredet wird. Also dieser Horst mit seinen Hähnen, den werde ich nie vergessen. Ich werde auch nie vergessen, wie der Felix, der kleine Felix, sich gefreut hat, über den Gewinn zur Formel 1 zu fahren. Und das sind die Momente, die die Sendung immer wieder gebracht haben, und dafür bin ich dir so dankbar, dass du so lange durchgehalten hast. Und jetzt mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde dich öffentlich umarmen. Mama! Dankeschön. Und jetzt ganz wichtig, wie geht ein Mann wie Gottschalk hier heraus? Er geht nicht, er wird gefahren. Und mit was wird er gefahren? Mit dem Fahrzeug, das Wetten, dass groß gemacht hat. Du kriegst jetzt deinen eigenen Bagger. Oh. Dankeschön, Österreich, Dankeschön, Schweiz, Servus.
dabei. Jan Josef, danke für all deine Welt. Matthias, Stefanie, Steffenbeck, ich kann den Namen immer noch. Jan Josef, Bastian, Schweinsteiger, danke. Gute Zeit zusammen, hä? 35 Jahre ist ja Wahnsinn.